Ja, weiter im Text, meine Lieben. Unser verletzter Saurier. Das finde ich so traurig. Eine Rüstung. Und als wisst ihr noch, wie wir als Alternative tot gewürfelt haben? Und guckt euch an, da springen sie auf zu viert. Spackos, ey. Aber eine Hexenelfe ist liegen geblieben. Das bedeutet, wir haben nur eine Hexenelfe gegen uns. Das ist gar nicht so schlecht. Ich hätte aber lieber noch ein paar Assassinen getötet, wenn ich ehrlich bin. Stellt alle seine Assassinen da vorne hin. Das gefällt mir gar nicht so übel. Wollen wir das so lassen? So ist, glaube ich, cool. Wa? Wer ist denn hier hinten? Achso, nee, passt mal auf. Wir möchten jetzt bitte den... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo? Da, Conquafin, der Neue. So, der möchte am liebsten den Ball aufsammeln. So machen wir das. Gib ihm. Oh, wir dürfen auf ein benachbartes Feld ziehen. Zeig her. Ach ja, hier, Conquafin, geh mal dahin. Müssen wir hier spannende Dinge machen? Nee, du bleibst mal lieber, obwohl es nimmt sich nichts. Warte mal. Nee, genau, wir gehen mal hier hin. Können wir nämlich verkloppen. So. Du gehst dahin, kannst dann da decken gehen. Richtig. Und hier machen wir es genauso. Dann kriegt er nämlich den Bonutsch nicht. Sehr, sehr nice. Hat er hier einen davor stehen? Ja, hat er. Okay. Jetzt haben wir natürlich einen Saurier zu wenig, wa? Na, dann müssen hier die Skinks ran. Warte mal. Warte mal, da können wir wieder Skink-Schwarm machen und Leute kloppen. Das probieren wir. So, dann gehen wir dahin. Und du dahin. Läuft so, hier können wir einzeln die Assassinen auseinandernehmen. Das ist das Wichtigste erstmal. Hat ihn natürlich nicht gefangen, der kleine Wicht. Macht er nichts. Macht er nichts, wir haben ja Zeit. Wir führen 1-0. Und wir hauen jetzt hier Leute tot. Und das ist nur ein Computergegner, da darf man Leute tot hauen. Da gefällt uns das. Da wollen wir genau das. Seht ihr, verletzt fast genauso gut. Keine langfristige Auswirkung. Naja. Ah, perfekt. Finjok war der, mit dem ich im Touchdown wollte. Quatsch. Die andere verletzen, damit der Level abkriegt. Sehr gut. Leg den mal hier Richtung Kroxigor. Das habe ich bei dem anderen eben falsch gemacht. Ein bisschen. So. Kroxigor, mach auch. Dummkopf. Unfassbar. Unfassbar. Wir rerollen das. Komm. Ach, fehlgeschlagen. Doppel-Eins wieder. Einsen sind Rudeltiere, meine Freunde. Das ist einfach Naturgesetz, ey. Unfassbar. So. Obwohl, wartet mal. Wir können hier natürlich auch... brauchen gar nicht Skink-Schwarm machen. Leg den mal dahin. Genau, der kann schön dazwischen liegen. Wenn wir hier nämlich blitzen, dann ist es viel besser für uns, glaube ich. Als Skink-Schwarm-Blitz. Marit. Hm. Ein bisschen traurig. Naja, so. Wir müssen... Jetzt müssen wir natürlich... Ja. Tja, aber die sind alle weit genug weg, ne? Warte mal. Der käme, wenn er ausweichen muss noch, kommt er nicht mehr... Schafft er auch nicht. Okay, läuft. Sammel ein, das Ding. Du bist eine Wurst. Conquafin, warum habe ich dich mitgenommen? Weißt du, da gebe ich einem neuen, jungen Talent, gebe ich die Chance, sich zu beweisen und hier in Finns Tetzkatliboga Blood Bowl Team zum Star zu werden. Und was macht er? Er kriegt den Ball einmal geschenkt, verkackt's. Und dann soll er nochmal aufheben, verkackt's nochmal. Guck mal, schon wieder eine 1. Ich habe diesen Zug, ich habe die anderen Würfe nicht aufgepasst. Mindestens 3 Einsen gewürfelt in einem Zug. Mann, Mann, Mann. Leute, Leute. Ach, scheiße, ich bin so ein Trottel, ne? Ich bin so ein Trottel. Der hat ja keine Tackle-Zone, der Kroxigor. Ich bin so... Oh, Gott. Da habe ich jetzt aber nicht aufgepasst. Da habe ich jetzt aber richtig hart nicht aufgepasst. Ey, verletzte mir hier ein Skink. Ich glaube, ich spinne. Keine langfristige Auswirkung. Der arme Klacksfin. Nur gut, dass der dumm ist. Ich hätte jetzt, da der eh geblitzt hat, wäre ich jetzt hier nur hingerannt und hätte da unterstützt. So, dumme Kuh. Hast du jetzt davon. So. Kommen wir hier mit dem Saurier hin. Kommen wir wahrscheinlich gerade so. Wir könnten den blitzen. Wir könnten ihn blitzen. Wir wollen ihn auch blitzen. Wir müssen ihn blitzen. Wir haben keine andere Wahl. Und läuft bei uns. Leg den da hin.
Und Folge bitte. So. So nämlich. Und jetzt stellen wir hier nämlich doch zu. Weil, naja, ihr wisst warum. So, Saurier, geh da bitte hin. Diesmal kein Dummkopf, sehr nice. Apropos Saurier. Also, ich meinte natürlich Kruxigur. Saurier ist ja gelogen. Ich hab Blocker, du nicht. Deswegen legst du dich da mal bitte hin. K.O. Sehr nice, sehr nice. Es läuft, es läuft, es läuft. Läuft, 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 läuft. Läuft. Ach, guck mal, hier können wir auch verkloppen. Wollen wir so verkloppen oder wollen wir anders verkloppen? Wir wollen, glaube ich, lieber so verkloppen. Und rerollen wollen wir auch. Sehr gut. Leg dich mal dahin. Ich bleibe mal hier, weil dann muss er hier durchaus... Achso, muss er gar nicht, weil ich den hier jetzt hier wegbewege. Macht nichts. Geh mal dahin. Und du geh mal hier noch in die Lücke. Ach, jetzt kommt der ja außen rum. Ich bin ein Typ, ey. Leute, ihr passt aber auch gar nicht auf, wa? Was ich mache. Das ist... Sure. So. Du stell dich mal hier hin. Ich glaube, die stehen ganz gut so, weil dann muss er hier ausweichen mit ohne Ende. Versuchen wir jetzt nochmal die Pille zu sammeln. Komm, Conqueror Finn, deine dritte Chance. Na also, mein kleiner Freund. Ich bin so stolz auf dich. Wo stellen wir den jetzt hin? Hier? Ich glaube, da ist ganz gut, ne? Seine meisten Spieler sind hier. Hier muss er dann... Ja. Ja. Geh mal dahin. Dann kann er mich... Ah, hätte ich... Na, na, egal. Warte, wollen wir den hier hinstellen? Hat der überhaupt Aufspringen hier? Der hat gar kein Aufspringen. Das heißt, der kommt da gar nicht hin. Vor dem muss ich überhaupt keine Sorgen haben. Ah, kommt gerade so hin. Na, egal. So. Wir haben auf jeden Fall eine schöne Überzeit gerade wieder. Zwei Leute raus und einen verletzt. Macht drei weniger. Gut, wir haben auch wieder einen verloren, aber wann uns ging... Es sind doch nur Skinks, Leute. Sag mal. Oh, oh. Jetzt will er Saurierfleisch machen. Also Saurierhackfleisch. Ich habe schon mal eine Fischbratwurst gegessen. Das war gar nicht so lecker. Und der blitzt ihn wirklich von da schräg hinten. Unfassbar. Du bist ein Penner, ey. Da schafft Conqueror Finn das endlich mal. Und was machst du? Blitzt ihn und folgt auch noch. Aber jetzt hat Conqueror Finn Unterstützung hier. Tatkräftige. Vom Kruxigur. Ha! Musste rerollen. Oh. Das ist unfassbar. Da habe ich es endlich geschafft, mit Conqueror Finn das Ding zu sammeln und wollte schön mit den Punkten und dann so. Also, Leute. Komm, fall hin. Jawollo. In your hässliche face. So, ja, jetzt können wir natürlich... Können wir vergessen, mit Conqueror Finn zu punkten jetzt, wa? Tja, gut. Stehst jetzt hier natürlich auch richtig hart unnütz rum. Geh mal hier Richtung Ball. Wir müssten den, glaube ich, blitzen auch hier. Damit wir gut aufsammeln können. Äusler Finn könnte das machen, aber der hat schon... warte mal. Warte mal. Wenn wir den... Nee, gar nicht mal, weil hier ist frei. Schade. Aber wenn wir den... Ist da frei. Wenn wir den... Ja, ich glaube, so ist besser. Falls die nämlich nicht sich hinlegen. Genau. Und Folge. Aber wir können trotzdem einfach mit Conqueror Finn das Ding sammeln. Der hat es ja beim letzten Mal auch so souverän hinbekommen, der kleine Mann. Geh da hin und... Ach, Folge einfach, habe ich mir überlegt. So. Wir haben hier hinten noch einen Skink. Können wir ihn nicht einfach so stehen lassen. Wie sieht denn das aus? Der denkt ja auch, der arme Oatelfin. Denkt er dann, hast du mich nicht mehr lieb? Denkt der, weil ich ihn da einfach so stehen lasse, ohne ihn zu benutzen. Wo er doch so ein wertvoller Spieler für das Team ist auch. Weil er ist halt mein kleiner Skinky-Man. Ah, der hat ja ab... Was ist denn er für ein Typ? Abwehren und Dings? Du bist ja ein Typ, aber ich gehe da trotzdem hin. Puh, weil ich ein Blitzer bin. Der Flitzer-Blitzer. So, pass auf. Den stellen wir jetzt hier hin. Und dieser Saurier macht hier dicht. Gibt's hier nämlich keine Bonnet... Ein Bonnet gibt's. Na, dann hau ich halt den. Der den Bonus gibt. Ist mir auch recht. So, leg dich mal dahin an den Rand.
Und ich folge einfach direkt, weil ich es kann. Und jetzt gibt der hier natürlich hier einen Bonus, aber gibt auch nur einen Würfel, weil die haben zu wenig Stärke, die Knilche. So, du stellst dich mal hier mit dran. Sehr erfolgreicher Zug, muss ich sagen. Und du kannst jetzt nämlich einfach aufstehen und das Ding sammeln. Komm, du schaffst es, Conquafin. Ich glaube an dich. Er hat's geschafft. Er ist einfach der beste Skink, der in dieser Halbzeit den Ball aufgesammelt hat. Überhaupt. Unfassbar gut, der Typ. Conquafin, du bist ein Held. Du bist ein Teufelskerl. Ja, ja, sie blitzt natürlich einfach, weil sie es auch kann. Sehr gut. Nur hier schon. Mit ihm darfst du nicht mehr angreifen. Ey, Ball hinreißen. Ich glaub's ja nicht. Oh, komm, Kroxigor. Sammel ein. Ah, schade. Das wäre ja großartig gewesen, wenn der Kroxigor jetzt... Ey. Das ist ja gelähmt. Wie soll ich denn jetzt noch mit den Punkten, bitte? Unfassbare Vorfälle. Wisst ihr, vier Züge wende ich dafür auf, damit Conquer findet Ding kriegt, um punkten zu können. Und was passiert? Er ist einfach gelähmt. Ist dann halt einfach so. So, jetzt meine Freunde. Sidestepper, sehr, sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Wollen wir den hauen? Ja, den wollen wir auf jeden Fall hauen erstmal. Sehr gut. Ach, der hat leider ausweichen. Darf sich sogar noch aussuchen, wohin? Ach, das ist ja nett. Ich folge. Ich wäre da im Weg geblieben, dass der Skinky ausweichen muss. Aber naja, ich bin halt auch ein echter Mensch. Ne? Das dürfte er dann wieder nicht vergessen. Schubst die mal dahin, dann können da beide draufhauen. Und bleib mal da. Bevor hier Sachen schief gehen, rennen wir erstmal, wo rennen wir hin? Dahin? Ja. Jetzt hat natürlich der Sidestepper den Ball, ne? Da kann ich hier keinen anderen an den Rand stellen. Das ist mir zu riskant. Dann stellen wir ihn einfach so davor. Das geht aber auch gar nicht so schlecht hier, finde ich, an so einen Stellen, weil dann muss er halt hier auch rein ausweichen, um da draufhauen zu können. Oh, da bin ich aufgepasst. Da muss ich ausweichen. Naja. Oh, wisst ihr was? Wenn ich mit ihm sie hier verkloppt kriege, ist er frei, aber er ist viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Aber ich kann... Warte, andersrum. Wir machen mal andersrum. Weil wenn sie jetzt schon zu Boden geht, so zum Beispiel, kann er ihn hier noch vertrimmen. Verletzt! Sehr nice. Sehr, sehr nice. Läuft. Keine langfristige Auswirkung. Ja, ja, bla, bla. Okay. Dann machen wir erstmal noch ihn hier weg. Das finden wir wichtig. Jo. Hau ihn tot und bleibe schön. Rums die Bums. Du hässlicher. Jetzt stehen die hier natürlich verhältnismäßig frei. Das ist unschön. Wir haben noch nicht geblitzt, Leute. Wir haben noch nicht geblitzt. Das bedeutet, wir können ihn hier vertrimmen. Dahin. Folgen. Ja, er würde das wahrscheinlich auch schaffen mit außenrum hier, ne? Ja, würde er auch schaffen. Aber, so, pass mal auf. Du blitzt jetzt. Und wenn du das schaffst, dann darfst du die anderen noch zustellen, okay? Er schafft's. Nice. Leg dich dahin. Ach, er hat gerungen. Ich bin ein... Och, oh, den hasse ich sehr hier. Level 4, die Sau. Och, oh, gut. Dann war's das. Dann müssen wir hoffen, dass die hier vergurken. Und nicht da drüben hinblitzen können. Aber wir sind ja... Wir haben ja Sidestep. Also Gewand heißt der auf Deutsch. Da sind Sachen möglich. Eieiei. Oh, mit Go for it. Fall hin, fall hin, fall hin. Och, Pennsau. Yes. Oh, er hat noch einen Reroll, verdammt. Oh. Bitter. Ich fall mal hier hin. Ach, Tackle hat er auch. Ja, ist dann halt so. Tja, und jetzt kann er hier noch... Komm, fall hin. Hau ihn. Oh, Mano. Unfassbar. Hüa. Komm, irgendwer muss doch jetzt mal hier hinfallen. Gibt's ja nicht. Aber die sind schon, also... Das sind ja auch Elfen und die haben alle Ausweichen, ne? Die sind schon verhältnismäßig oft hingefallen. Wenn ich Elf wäre, mit alle mit Ausweichen, wäre ich sehr, sehr frustriert im Moment. Weil die... Aber obwohl ich auch frustriert bin, dass der Klammerschwanz nie was bewirkt irgendwie. Tja, sind wir jetzt so schön reingerannt, ne? Und wofür? Für nichts. Halt mal, halt mal.
Wenn der hier aufsteht, der steht mal auf. Steh mal auf. Steh doch auf jetzt. Das dauert, das dauert. So. Und du? Nö. Auch nicht. Ja, klar, weil wegen ist so. Na egal, wir müssen aber, wir müssen es machen, Leute. Wir müssen hier nämlich so. Komm. Er ist auch Block. Das gefällt mir nicht. Nein, wir müssen da den Reroll nehmen für. Besser, sehr viel besser. Oh, darf sich aussuchen. Aber das hätte ich mir auch ausgesucht. Also, mit aussuchen ist der nicht so gut, der Computer. Wenn man sich schon... Warte. Der Tackler ist wieder ganz woanders, ne? Tackleberry hier. Hier. Oh, ja, steh auf. Komm. Junge. Kacke. Na egal. Dann muss es halt so gehen. Es muss halt so reichen dann auch. Wir haben keinen Reroll mehr. Jetzt stehen wir hier natürlich sehr gefährlich. Aber das ist doch gut. Such dir aus, wo du hinfallen willst. Und ich folge natürlich, damit ich nicht am Rand stehe. Immer ganz wichtig. So, da ist das Ei frei. Und wir könnten noch... Nee, können wir nicht. Kommst du... Ja, genau. So machen wir es. Auch schlecht. Gefällt mir auch nicht. Gefällt mir besser. Konkur finden, du kleiner Mann. Kannst du was Vernünftiges machen? Das würde gehen. Mach, komm. Geh da einfach mal in die Richtung. Vielleicht hast du ja, kriegst du ja nochmal eine Chance. Und der Croxigor. Wo gehen wir mit dem... Gehen wir hier oder gehen wir da mit dem Croxigor? Ich glaube, wir gehen lieber hier, ne? Klammerschwanz. Nein. Dahin dann. Ja. Geh da einfach mal so hin. Ja, den hier ignorieren wir einfach. Den werden wir jetzt völlig benachteiligen, wollte ich gerade sagen. Aber es ist natürlich demütigend, indem wir ihn komplett ignorieren. So, wir probieren das. Bitte nicht hinfallen, bitte nicht hinfallen. Dankeschön. Und du gehst hier noch mit hin. Das sind doch schön viele Tackle Zones. Und jetzt probieren wir einfach, das Ding zu machen. Lauf dahin. Ach, der muss ja nicht mal ausweichen. Nice. Vergurkt. Reroll ist auch schon weg. Gut. Aber liegt nicht übel, der Ball. Das Ei. Beste Chance hat er mit dem. Und da muss er wenigstens einmal hier von zwei Seiten ausweichen und so. Vielleicht haben wir Chancen. Seht ihr? Springt auf und schafft es natürlich. Und sammelt das Ding auch wieder einfach. Da kennt er nichts. Ey, blitze er nicht meinen Skink, bitte. Na gut. Ausnahmsweise. Ihr seht's, ich habe hier in dem Team wesentlich weniger Sidestep. Also genau einen mit Sidestep habe ich. Und die haben aber auch alle Blocker. Also das ist natürlich, so sehr ich meinen Sidestep liebe, ein Skink mit Blocken ist natürlich immer noch besser. Ist immer so eine Nummer noch. Was ist denn das hier? Jetzt kann ich ja gar nicht anständig mit den Skinks angreifen. Pass mal auf. Wo ist denn der Supporter? Der steht natürlich jetzt hier festgenagelt. Uncool. Aber ist egal. Wir stellen ihn hier hin. Konkur findet sich hinten noch beschäftigt. Ja, dann reicht das nicht. So, zwei Würfel. Da muss jetzt... Er weicht aus und kann sich aussuchen, wohin. Ja, mach einfach. Ah, sehr gut. So habe ich das gern. Folgen. Bisschen doof immer, ne? Also, ich hätte... Weil jetzt kann ich den hier einfach blitzen. Das ist doch doof. Das ist auch doof. Besser. Viel besser. Wollen wir ihn schubsen oder wollen wir ihn... Ne, wir wollen ihn da hinlegen, wo er steht. Wenn er sich das wieder aussuchen darf, sind wir dagegen. Und da liegt das Ei in der Endzone. Wollen wir es probieren mit einem Saurier. Wir haben noch drei Züge. Geblitzt haben wir schon. Wir haben eigentlich... Aber er liegt da. Das ist mir eigentlich zu riskant, wenn wir ehrlich sind. Wir könnten es mit Conqueror Finn nochmal machen. Komm, wir machen es mit Conqueror Finn. Erstmal verkloppen wir noch Leute. Hoffentlich. Sehr gut. Endlich. Ja, den habe ich gerne. So. Sind wir hier frei? Wir sind hier frei. Gut. Du stellst dich... Hierhin, screen mal den Ball noch so ein bisschen ab. Für wenn da Sachen passieren. Und der Croxigor stellt sich hier schön hin. Und hält zwei Leute mit seinem Klammerschwanz fest. Aber weil er es kann auch. Du, Skink, gehst mal dahin.
Bitte, bitte, bitte. Danke. Und Konko Afin kriegt jetzt endlich seinen verdienten Touchdown. Do it, Konko Afin, do it. Ach, du bist doch eine Wurst. Und jetzt, oh, 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 das ist natürlich das Schlechteste, was jetzt passieren konnte. Ja, jetzt habe ich hier alles schön... Oh, ich bin so dumm, ne? Soll das Spiel wirklich nur... Ihr merkt es vielleicht auch in meinen letzten Spielen gegen echte Menschen, war ich sehr viel konzentrierter. Also hier passieren mir so viele Fehler, weil ich das einfach auch nicht ernst nehme, was dieser Dunkelelf hier tut. Weil er hat noch 3 Züge. Er kann sogar noch ausgleichen. Weil jetzt meine ganze... Alles steht hier hinten konzentriert. Und ich habe hier nur 2 Saurier frei gerade. Darf mir aussuchen, wohin. Ich gehe mal dahin. Na toll. Supi. Komm. Eine richtig schöne Verletzung. 1 Punkt geschickt. Sehr nice. So habe ich das gerne. Das ist ein Arschlochspiel, ey. Komm jetzt. Die sind zu dritt. Mit Klammerschwanz. Und der läuft einfach raus. Ich fasse sowas nicht. Er macht mir natürlich meine Spieler jetzt schön frei. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt kann ich hier nämlich... Jetzt kann ich... Ha, kann ich. Und wie ich kann, Leute. Du gehst dahin. Ach so, aber mit dem Kroxigor blitzen ist immer so eine Sache, wa? Du blitz ihn. Blitz ihn direkt weg. Hau ihn aus dem Leben. Prügel ihn. Oh, sogar der Tackler. Sehr gute Wahl, Finn. Das hatte ich natürlich so geplant. So dann nehme ich nicht. Nee, 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 nee. Komm, das ist... Risiken müssen auch manchmal eingegangen werden. Tackle ihn, leg ihn dahin. Folge. Und da liegt das Ei. Kroxigor geht hier Blockation machen. Wo auf der anderen Seite? Die Saurier haben auch nicht höhere Chance, das Ding zu sammeln. Na, ah, nee, komm. Du stellst dich... Du stellst dich dahin. Stell dich dahin. Bitte. Na, seht ihr? Man muss das Zauberwort auch sagen, Leute. So, Konko Afin, ich glaube immer noch an dich. Die Leute sagen schon, buh, schick den raus. Das ist der Mario Gomez vom Echsen-Team hier. Ne? Also, nur für euch zum Verständnis. Mario Gomez. Mag ja ein ganz toller Stürmer sein. Aber in der Weltmeisterschaft habe ich den nur verkacken sehen. Deswegen ist für mich jemand, der die ganze Zeit immer Chancen hat und nie was schafft, ist für mich ein Mario Gomez im Sport. Weil, so. Tja, jetzt habe ich den Ball und nehme noch ein Go for it. Konko Afin, ich hab... Jetzt hättest du mich nochmal richtig enttäuschen können, kleiner Mann. Wir machen mal zuerst den. Habe ich natürlich hier alles schön aufgestellt und wollte dann da nochmal von dem weg und naja. gut, und dahin. Nein! Ah, der Letzte. Der Letzte vergurkt's nochmal. Dass der jetzt nicht verletzt ist, wundert mich ein bisschen. Oh, oh, der blitzt jetzt hier rein. Und zwar da. Oder hier rum. Irgendwas Doofes macht er jetzt nochmal. Oder er stellt dann einfach nur noch zu. Wir haben keine Rerolls mehr. Keine Rerolls mehr. Und nur noch einen Zug. Konko Afin darf den Ball jetzt nicht verlieren. Ah, er wird hier reinblitzen, ne? Er wird aufstehen, da reinblitzen und hoffentlich die Konko Afin den Ball wegnehmen. Keine Rerolls. Oder er rennt so rum. Und pff, unfassbar, unfassbar. Yes, yes. Hier ist Konko Afin. Du bist der König. Du bist der König, Konko Afin. Hast du dir verdient, Elmar, hier. Ha, Konko Afin ist jeden Cent wert. Und jetzt sagen die Leute, die vorher gesagt haben, Konko Afin, was kannst du eigentlich? Die sagen jetzt, Mensch, Konko Afin, der Matchwinner. Gut, gewonnen hatten wir schon. Aber, der 2:0-Mann mit noch einen verletzt. Aber der hat gar keine SSP dafür gekriegt, ne? Weil das wahrscheinlich nur das Go-For-It war. Ist nur diese... Ja, klar, war nur das Go-For-It. Der musste ja nicht ausweichen. War nur die Animation für... Hier, komm, pff, kriegst du. Ja, sehr schön. Das wird schwer. Das war's dann. Diesen Rückstand holen sie nicht mehr auf. 3 Verletzte, sehr, sehr übel. 4 Verletzte, noch viel übler. Und einer steht wieder auf. Oh, so ein Assassinentyp. Ja, komm, stell einfach so hin. Der hat nur noch diesen einen Zug. Wir haben keinen mehr, jetzt können wir nur noch hoffen, dass uns keinen mehr verletzt. Das wäre nett jetzt. So, kick dahin, das Ding.
Ich bekomme noch einen Wiederholungswurf. Yay. Dafür, dass ich nicht mehr dran bin. Schade eigentlich. Oh. Oh, das wäre so geil, ne? Jetzt hier nach vorne rennen, klauen, durchrennen. GG. Ja, aber trotzdem GG. Also für mich, es ist, ihr merkt es, ne? Es ist so ein bisschen nicht so spannend gegen Computer. Am Anfang fand ich das verhältnismäßig spannend. Aber so im Laufe der Zeit, so seit ich besser geworden bin, so ein bisschen, langweile ich mich sehr. Die treffen halt, die hat so viel Sidestep gehabt und hat so viel falsche Entscheidungen mit dem Sidestep getroffen, wo er mir den Weg hätte zustellen können, ausweichen, provozieren. Und er hat einfach auf den Weg freigemacht und das war sein großer Fehler. Jetzt ersticht er mir noch einen Saurier. Der Kackarsch. Nur gelähmt, alles klar. Oh, sammeln noch ein Ding. Mach noch einen Pass. Oder bau noch einen Cage. Kannst du auch machen. Das machen die auch immer gerne. Im letzten Zug noch einen Cage bauen. Ottos. Mein Skinky hat Ausweichen und benutzt natürlich Ausweichen. Ich weiß nicht, warum. Na gut. Ich würde jetzt natürlich am Rand liegen und könnte dann nicht nochmal angegriffen werden. Aber war eh der letzte Zug. Bla bla bla. Matchende. 2:0. Easy peasy. Lemon squeezy. Und da sind wir die Champions vom alte Weltliga-Ding. Hm? Was sind explodierende Ausgaben? Verstehe ich nicht. 40.000 ist mir zu wenig. Mehr, siehst du? Sehr gut. So. Statistik. Brauchen wir nicht. Interessiert uns nicht. SSP interessiert uns. 8-2-2-2-3. Konkuafin hat durch diesen Touchdown auch noch sich den... Der hat 16 von... Der hat doch mit 0 angefangen. Wieso hat er jetzt 16? Das verstehe ich nicht. Das gucken wir uns mal an. Tetzkatlipoka. Personal. Nee, Personal ist falsch. Spielerliste ist richtig. Konkurfin 8. Wollte es gerade sagen. 16 wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Steige auf, mein kleiner Freund. Ich werfe den Würfel und habe schon wieder einen Pasch. Wie ich mit diesem Team, mit allen meinen Skins, den ganzen Tag Paschs würfle. Es ist unfassbar gut. Finchakwa. Komm, Stufe aufsteigen. Würfel was Schönes. Würfel Stärke oder so. 11. 11 gibt eine Geschicklichkeit. Wisst ihr was? Das nehmen wir mit. Ich sage euch warum. Dann machen wir nämlich aus dem, machen wir mal einen Ballhändler. Weil ein Ballhändler-Saurier finde ich ganz geil. Wenn ich ehrlich bin. So, Finjok. Stufe aufsteigen. Die kann man nämlich, wenn man dann noch den automatischen Reroll und so, hier Ballgefühl kann man dann nämlich nehmen. Kann er mit 2 Geschick, hat er schon mal eine höhere Chance und dann kann er es automatisch rerollen und pipapo, die ganze Rotze. So, was haben wir? Wir haben, Blocken hat er schon. Hat er schon. Unerschrocken braucht man selten mit Sauriern. Rasen ist natürlich auch immer interessant. Und Tackle ist auch geil. Knochenbrecher ist natürlich auch nett. Aber ich nutze, glaube ich, nochmal gerne unterstützen. Weil es ist sowieso schon schwer. Wir haben nur einen Supporter. Na, oder wir nehmen lieber nochmal Tackle. Weil jetzt haben wir natürlich einen Teamwert, wo unsere Gegner auch hohe Teamwerte haben. Und viel Ausweichen dabei haben werden. Deswegen nehmen wir Tackle. Und Finatak muss leider abhauen. Das tut mir leid. Wir gucken mal. Das war falsch. Ja, Megacup abgeschlossen. Gewonnen. Wir sind der absolute Champion. Oh, da ist unser Teamwert runtergegangen. Um 100. Wo kann ich denn jetzt hier Team? Team. Achso, ich bin ein Trottel manchmal. Hier, Spieler kaufen. Saurus. Wie viel kostet der eigentlich? Das habe ich nicht geguckt. Kostet 80.000. Ja, ja, ja. Passt auf. Wir müssen leider Finattack, weil das mit einer Rüstung weniger ist schlecht. Ah, obwohl es ging mit Geschick weniger, ist noch schlechter, wenn wir ehrlich sind. Aber unser einziger Sidestepper. Wir schmeißen erstmal den Skink raus. Vielleicht reicht es auch für beide. Warte mal. So, du hattest ihn ja gewarnt, dass er am Morgenlauf mit den anderen teilnehmen muss. So, hau ab. Ja, noch ein Kroxigor wäre nett. Oh, jetzt habe ich keinen Namen vorbereitet. Warte. Jetzt muss ich einmal kurz nachgucken. Shit. die haben das Finn am Ende. Bei denen habe ich immer so die Standardnamen genommen und bei den Sauriern vorne das Finn, bei den Skinkies hinten. Und jetzt war ich gerade nicht sicher, wie das war. Guck mal. Das wird nämlich Itzy Finn. Das ist doof. So. So, Itzy Finn. Kaufen.
Haben wir jetzt noch genug für einen Saurus? Nein. Okay. Beim nächsten Mal dann. Käufe bestätigen. Sehr gut. Gut, dass wir Gorgtok Finn ordentlich gelevelt haben. Den können wir beim nächsten Mal mit Itzifin 27 Mal versuchen, Touchdown zu machen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, obwohl das nur gegen Computer war. Ganz schön langweilig und sowieso klar, dass wir gewinnen. Aber doch irgendwie ein bisschen spannend. Mir hat es auf jeden Fall trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen zu langweilig war, weil war ja nur Computergegner. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssli, Müsli.